Oberlord von Atlantis in eigener Person, den man schon seit Jahren nicht gesehen hat, denn er ist in seinem Riesenpalast eingeschlossen. Ganz allein. Um besser regieren zu können. Der Trommler. Eine nicht ganz wirkliche Erscheinung wie das Radio. Der Lautsprecher, den man nicht sieht, nur hört. Ein Soldat und ein Mädchen. Harlekin hören vom Trommler über die Proklamation des Kaisers von Atlantis. Dieser habe beschlossen, den segensreichen Krieg aller gegen alle zu verhängen. Als der Tod erkennen muss, dass man ihn auf diese Weise zu missbrauchen und die gesamte Menschheit zu vernichten gedenkt, zerbrascht er wütend sein Schwert, auf das niemand mehr sterben werde. Hallo, hallo! Thank you.
ist es auch ein Weg. Wir müssen
kleinen Perlen abknapp in die Wette gelaufen. Mit den Elefanten an die Wald und den Thank you.
Jahre 15 unsere segensreichen Regierung. Die Fahne vorantragen, meine große Vergangenheit.